Hallo zu einem neuen Pickup-Video. Ihr seht richtig, Captain Future Comics stehen hier. Warum, seht ihr gleich. Ihr seht richtig, es geht um Captain Future. Ich habe ein bisschen was Neues in der Sammlung dazu. Das, was ihr hier seht, sind die übrig gebliebenen Comics von Captain Future, die ich bisher besaß. Ich habe eigentlich nur noch 4 Stück gehabt, obwohl ich in der Kindheit wirklich mal so einen Mega-Stapel hatte und die regelmäßig in den 80er Jahren mir gekauft habe. Ich habe sogar noch ein kleines Foto von mir gefunden, aber dummerweise von einem Flohmarkt, wo ich die Captain Future Comics verkaufe und gleichzeitig lese. Oh, ein trauriger Tag. Ja, was soll ich dazu sagen? Ansonsten bin ich immer so ein bisschen am Gucken. Es gibt von diesen Heften, die 1980 beginnend, knapp 4 Jahre lang rausgekommen sind, 80 Stück an der Zahl. Ich habe genau 4 Stück. Eine meiner Favorite-Geschichten schon immer gewesen, die habe ich mir dann mal nachgekauft für 4,50 Mark, wirklich noch zu D-Mark-Zeiten habe ich mir die gekauft. Die auch steht noch 5 D-Mark drauf, habe ich mal nachgekauft auf einer Comicbörse. Hier Aufstand der Doppelgänger, eine wirklich tolle Geschichte. Das ist die Ausgabe Nummer 6. Ich habe hier, glaube ich, Nummer 2 und Nummer 3 und das ist Nummer 76 von 80 hier stehen. Mehr besitze ich eigentlich nicht. Ich glaube, kann sein, dass ich noch irgendwo eins Taschenbuch liegen habe, denn es gab auch, glaube ich, 13, wenn ich mich richtig entsinne, das habe ich jetzt vergessen, die genaue Zahl, ich glaube, es waren 13, vielleicht auch ein paar mehr. Auf jeden Fall Taschenbücher von Captain Future, die nicht identisch waren, es waren wirklich unterschiedliche Geschichten. Die Taschenbücher habe ich meiner Kindheit eigentlich nie gekauft. Also die sind irgendwie da an mir vorbeigegangen. Ich habe später ja auch mitbekommen, dass es die gibt. Sind alle im Bastei Verlag erschienen und auch im Auftrag des Bastei Verlags so ein bisschen entstanden. Ich habe mal gerade einen Bericht gelesen, ich hatte so ein Magazin über die Bastei-Freunde, wo ein bisschen drin was stand, wie das so entstanden ist, ganz grob gesagt. Und ich fand es schon recht interessant, eben halt, dass sie die Lizenz gekauft haben, gleichzeitig kurz vor der Ausstrahlung. Somit hatten die nicht die gesamten Informationen aus den Folgen, sondern nur die Bücher, weil Bastei hat auch gleichzeitig die Buchlizenzen verkauft oder gekauft und hat dann die Romane rausgebracht damals. Und ja, Captain Future haben sie eben halt dann die Comics gebracht. Man merkte eben halt, dass sie sich ein bisschen vorbereitet haben. Sie hatten wohl Design-Dokumente, weil sie sind doch bei den Figuren sehr akkurat gewesen mit dem Ganzen. Auch die Raumschiffe sehen toll aus, auch wenn natürlich, ich sag mal, die Qualität schwankt ganz schön. Es gibt sehr gut gezeichnete Comics von Captain Future und welche sind, naja. Aber Geschichten sind immer sehr unterhaltsam, es ist natürlich auch ein bisschen 80er-Jahre-Style einfach. Ja, in meiner Kindheit habe ich sie auch gehabt, eine ganze Menge. Es gab eine ganze Menge Geschichten, die mich begeistert haben. Auch wenn ich leider mich mehr an die Geschichten erinnere als an die Cover. Somit bin ich froh, wenn ich da so ein paar jetzt wieder in meine Sammlung kriege. Und ihr seht jetzt auch, worum es geht. Es geht nämlich um Captain Future Comics. Ich habe ein paar neue Comics mir in diese Richtung gekauft. Muss aber dazu sagen, dass sie teilweise auch teuer gehandelt werden. Je nach Zustand. Und ich bin da ein bisschen am Gucken, weil ich möchte auch nicht zu viel ausgeben, ehrlich gesagt. Also man kann da echt in die Tausender gehen, wenn man jetzt wirklich alle 80 haben möchte und Taschenbücher und das wäre mir doch ein bisschen zu viel, gebe ich ehrlich zu. So, aber ich habe mir ein paar Comics gekauft, eben halt, und da beginne ich einfach mit 2 Stück. Die habe ich also sind 2 Kleinanzeigen, die jetzt ich gemacht habe. Der eine Deal war 2 Comics, die Nummer 40. Die vergessene Raumstation, auch eine Geschichte meiner Kindheit, habe ich jetzt vor kurzem gerade gelesen. Ich war völlig begeistert. Das ist wirklich ein Stück Kindheit. Auch wenn das sehr witzig ist hier, wenn ihr Joan Lendor seht. Bestimmt sehr groß im Cosmoliner. Ja, auf jeden Fall immer sehr gut getroffen. Wie gesagt, man merkt, dass sie nach den Cartoon sozusagen gezeichnet wurden. Aber sie haben wenig aufgegriffen vom Cartoon. Das heißt, sie haben sehr grob Informationen gehabt, die sie dann benutzt haben und dann doch sehr eigen interpretiert sind, sie hauptsächlich bei den Designs geblieben. Also die Captain Future von der Future Committee, die Protonkanonen schießen fast gar nicht. Also die haben immer andere Kanonen, die schießen und so weiter zum Beispiel und ja. Aber trotzdem unterhaltsame Geschichten, auch für damalige Zeit, natürlich ein bisschen mit Nostalgiefaktor zu betrachten. Hat mich auf jeden Fall echt begeistert und hier könnt ihr auch sehen, der Captain Future Logo-Bezug hat sich so ein bisschen verändert. Hier ist es Nummer 40, noch recht groß. Hier steht die neuen Abenteuer zum großen Fernseherfolg. Hier steht nur noch die große Science-Fiction-Serie. Und das hier zum Beispiel sind dann jetzt Nummer 3 und 4. Da steht hier
noch, oder steht hier auch, neue Abenteuer zum Fernseherfolg, alle 14 Tage sind die damals erschienen. Also wirklich nicht schlecht. Und wie gesagt, diese Ausgabe habe ich gelesen und es ist eine richtig, richtig schöne Geschichte, gefällt mir auch sehr gut. Das ist ein Stück, eine Kindheitsgeschichte, deswegen bin ich so begeistert. Die habe ich jetzt noch nicht wieder gelesen, weil es gerade noch neu ist, kurz vor dem Video aufnehmen. Und zwar Hüter der Nebelwelt Nummer 100, sag ich schon, 41. Auch richtig cool. Und es gab auch mal so ein ja, Lese, wie soll ich sagen, Leserpostseite, aber das ist echt rudimentär, weil meistens wird gerade mal so ein Auszug von einem Kommentar geschrieben von einem Leser und das war's. Und da hätte man echt mehr eingehen können drauf. Deswegen finde ich die Leserseite eigentlich ein bisschen affig. Aber hier könnt ihr sehen, so sahen die Captain Future Romane damals in den 80er Jahren aus. Habe ich auch alle komplett, bin ich auch sehr stolz drauf. Ja, und wie gesagt, die beiden habe ich gekauft bei einem. Ich habe 12 Euro bezahlt und das ist so schon, finde ich schon knapp, also mit Versand. Weil sie gehen so schon teilweise, also es gibt Angebote bis zu 20 Euro pro Heft und das ist mir persönlich dann ein bisschen zu viel. Ich muss auch nicht unbedingt in einem sehr guten Zustand haben, die Sachen, also die sind wirklich in einem sehr guten Zustand, kann man so sagen, für die Zeit, aber ich möchte in einem heilen, so versucht vollständigen Sachen und so weiter und deswegen ähnlich. Heil sind nicht ganz, aber dann habe ich noch einen zweiten Deal gemacht mit neuen Captain Future. Da habe ich 23 Euro bezahlt, inklusive Versand. Also das ist dann dagegen ja voll der Schnapper. Die sind aber auch beschädigt. Ihr seht das gleich, wenn ich euch die genauer zeige. Aber es sind auch sehr schöne Geschichten dabei und deswegen zeige ich sie euch mal kurz und knackig. Hier haben wir Captain Future, die Kampfmaschinen von Pyras. Nummer 25 und wie ihr seht hier auch mit Tesafilm geklebt und ja hier mit dem Hefter noch mal verstärkt und man kann es lesen, ist auch in Ordnung. Ich habe schon überlegt, ob ich die rausmache, das habe ich jetzt mich dagegen entschieden. Man kann es trotzdem lesen, weil sie sind ja auch ein bisschen auseinandergefallen, eben halt gebrauchten Zustand. Trotzdem eben halt ja schöne Comics, darum geht es ja auch. Und weiter geht's dann mit Captain Future Nummer 31 in der Flammenhölle von Luna. Auch ein cooles Cover. Die Covers waren immer recht cool, auch wenn die manchmal nicht ganz hundertprozentig zur Geschichte passen, sagen wir mal so rum. Und auch manchmal ähnlich, bisschen anders gezeichnet. Aber wie gesagt, richtig schöne Geschichte auch. Captain Future mit so einem Exterminator. Und ich muss sagen, der Charakter, der hier ist, der hat ziemliche Ähnlichkeiten mit dem Bastei-Romanhefthelden Thorn, der später rausgekommen ist. Oh, echt interessant. Also, wer weiß, vielleicht war das ja die Inspiration des Zeichners fürs Cover. Aber ich weiß es nicht genau. Also für den Thorn, dann fürs Bastei-Romanheft. Ja, ansonsten sind es auch eine schöne Geschichte. Wie gesagt, hier seht ihr auch schön geheftet eben halt. So, das war diese Nummer. Und hier habe ich jetzt zwei Nummern, Nummer 37 und 39 und ich zeige euch die jetzt mal einmal im Vergleich. Also Nummer 37, das Tor des Vergessens. Und könnt ihr sehen, die sind kleiner, ein bisschen. Das lag daran, dass hier drei Hefte in der Sammlung sind, die aus einem Sammelband stammen. Und da sind die rausgetrennt worden wahrscheinlich. Und die Sammelbände waren immer etwas dickere Hefte, wo drei Hefte zusammengefasst wurden bei Bastei. Und das waren sozusagen Retoure. Wenn die zurückkamen und war noch was übrig, wurden da diese Sammelbände draus gemacht. Deswegen konnten die auch mal variieren, wenn man sie in den Läden gefunden hat mit dem Inhalt. Die haben dann ein allgemeines Cover bekommen. Es war nicht festgesetzt, welche Nummern. Und dann wurden die sozusagen neu geschnitten, damit sie passten. Aber trotzdem sind die noch lesbar, die Geschichten. Deswegen habe ich sie jetzt hier auch noch. Und zwar habe ich hier das Tor des Vergessens Nummer 37. Ich zeige es euch nochmal ganz genau. Und hier seht ihr, Dan Cooper Werbung war damals. Hier auch beim Bastei Verlag erschienen, nach dem Zack Verlag, glaube ich. Hier habe ich Nummer 39 im Schatten der Sternenfestung. Dann haben wir hier Kampf um New York, das ist wieder eine normale Nummer 50. Achtung, eine super Story, war sehr lustig. Und hier auch richtig kultig, Huba Buba, die Comics, die waren auch mal in der Mickey Mouse und so weiter, auch immer richtig klasse. So, hier haben wir, hier steht sogar alle 14 Tage neu, Aufstand der Gladiatoren, Captain Future Nummer 53.
richtig cool. Und dann haben wir hier Nummer 56, Planet der Hypnokämpfer. Auch keine schlechte Sache, da wird Ken Scott zu übermächtigen Wesen. Auch der hat eine große Rolle in den Comics immer mal wieder. Also richtig cool. Es gibt so viele kleine Eigenheiten, die ich gemerkt habe. Aber auch richtig schön eben halt. So, hier haben wir etwas, das ist nicht hundertprozentig vollständig, weil das hier ist ein Filmposter von Der dunkle Kristall drin. Das fehlt, sehr schade, aber der Comic ist komplett. Und hier könnt ihr auch gleich sehen, dass das Comic-Cover ein bisschen zusammengebastelt ist, denn die Dame, die hier drauf zu sehen ist, passt nicht zum Zeichenstil des Rests, aber egal. Clarissas Rache, könnt ihr sehen. Auch richtig cool, das war jetzt Nummer 72. Und hier seht ihr Dunkle Kristall, war damals im Kino, Filmtipp, also und Poster wurde rausgenommen und dann habt ihr hier auch zum Beispiel Captain Futures Geheimarchiv, könnte man raustrennen und zusammenklappen wie so eine Karteikarte und dann sammeln, habe ich früher nicht gemacht, aber es waren recht interessante Sachen dabei, ja, richtig gut. Und die Comics, ich zeige euch das mal so ein bisschen, von drinnen eben halt nett gezeichnet. So, zum Ende werde ich vielleicht noch mal ein bisschen ein Heft einfach mal ein bisschen durchblättern, noch mal so ein bisschen, um ansatzweise euch das zu zeigen. Das wird sich ja, das werde ich dann noch mal machen. Und hier haben wir jetzt Captain Future Nummer 75, 40 Stunden in der Hölle. Auch eine interessante Folge. Und hier könnt ihr sehen, es war auch, gab auch Charaktersachen, Joan Landor, Infotext über die Dame und ein schönes Artwork. Und hier könnt ihr sehen, sie ist ein bisschen freizügiger als zum Beispiel hier. Hier drauf seht ihr so, das ist die klassische Joan, wie ihr sie kennt, so aus dem Cartoon. Und die Künstler haben sich dann so ein bisschen das gemacht, da haben sie ein klein wenig offenherziger gezeichnet. Mehr Erotik gab es aber da auch nicht in den ganzen. Das hier finde ich noch besonders klasse, denn hier steht mit Konstruktionsplan Cosmoliner. Und hier, das ist auch drin, das finde ich richtig cool. Hier seht ihr der Cosmoliner. So als Grafik. Richtig cool. Ich mag das ganz gerne. Ich möchte auch noch mehr Captain Future Hefte sammeln. Also ich würde nicht, mich würde es nicht stören, alle 80 zu haben und auch die Taschenbücher. Aber das ist eine Sache, wo die ich jetzt nicht übereilen will, weil ganz ehrlich, wie geht's? Ich möchte, wie gesagt, ich bin auch mit einverstanden mit solchen Heften, die ein bisschen beschädigt sind, solange sie vollständig sind und ich, wenn man sie doch lesen kann, sie jetzt nicht in Einzelteilen sind und so weiter, dass ich einzelne Seiten wirklich habe. Aber in dem Zustand war es völlig in Ordnung und der Preis ist dufte mit 23 Euro inklusive Versand. Also da kann man echt nichts sagen für die Anzahl. Ja, und vielleicht zeige ich euch noch mal einzelne. Sagt mir mal, was ihr dazu denkt. Ich werde jetzt noch mal ein Heft genauer genau durchblättern mit euch. Aber das ist jetzt kein reines Let's View, sondern einfach nur mal ein kleines Anschauen. Hier haben wir jetzt Captain Future Nummer 75, 40 Stunden in der Hölle. Mit dem Konstruktionsplan Cosmoliner. Wir schauen uns das einfach mal ganz kurz an. Das ist jetzt kein reines Let's View. So, ihr seht der Comic. Und hier seht ihr Captain Future, Simon Wright. Ist halt oldschool, es ist komplett, die Farbe ist wirklich durchgemalt. Das ist jetzt keine Schattierung so richtig drin, so ganz leicht, um so ein bisschen das ja, plastisch zu halten. Aber jetzt nicht diese Dynamik, die wir jetzt heutzutage in aktuellen Comics kennen, die sind wirklich nicht da. Captain Future ist eben und seine Crew hier zu sehen. Hier seht ihr auch Greg, Otto und so weiter. Künstlerisch variierte das immer so ein bisschen. Hier werden sie so gebeamt wie bei Star Trek. Und ich gebe, wie gesagt, das nicht ganz und gar durch. Hier ist jetzt eine Geschichte, wo sie ja, sich mit Feinden zusammentun. Ich versuche jetzt mal ganz kurz irgendwas zu finden. Ja, hier muss Captain Future eben halt auch kämpfen. Eben halt als Gladiator. Und hier wollen wir euch mal zeigen, das ist der Cosmoliner. Ja, im Querschnitt auch richtig tolle Zeichnung. Also das ist richtig klasse. Ja, haben sie auch richtig Mühe gegeben. Und ja, ihr seht hier eben halt, es geht hier um Roboter und schon sehr spannend gemacht. Simon Wright fällt auf, dass er immer so gezeichnet ist. Also die Augen sind fast immer hier jetzt mal nicht, also hier sind jetzt Steuerung, aber fast immer im Körper drin. Und die Seitenteile sind immer
ja, quer, als ob er das als Gleit, ja, so als Schwebeteil benutzt. Und hier könnt ihr sehen, hier mit Joan noch etwas freizügiger eben halt. Ne? Sie ist ja sonst ein bisschen zugeknüpfter im Anime. Ja, und ihr seht, das ist sehr einfach gehalten. Ja. Comic hat 30 Seiten. Hier ist der schwarze Hengst. Und hinten haben wir das Geheimarchiv eben halt mit Joan Lendor. Ja. Das war der Pickup oder das Pickup-Video mit den Captain Future Comics, die ich neu in der Sammlung habe. Ja, ich freue mich wie immer über einen Kommentar. Schreibt mir, ob ihr die Comics auch gelesen habt. Kennt ihr sie überhaupt? Und ja, habt ihr welche abzugeben günstig? Ne, dann schreibt mich auch an. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar, wie ich sagte, über ein Like, ein Abo und teilt das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.